So, einen wunderschönen guten Tag hier bei MT-Cast. Ja, wir haben eine kleine Sammlung. Digi, was sagst du jetzt dazu hier? Was geht hier ab? Ich bin einfach nur baff. Oder nicht? Meine SD-Karte ist voll von der Kamera, mein Telefonakku ist alle. Ich kann nicht mal Fotos, nicht mal Videos machen. Doch, kannst du aber aufnehmen. Handy alle? Ja. Ich habe aber Ladegerät drin. Jawohl, ich lade gleich auf. Hey. Das ist einfach ein Bildschirm, Twitter. Ja, schon leise, hey, hä? Okay, jetzt hier. Oh, der ist nicht schlecht, der auch nicht. Ja, der ist auch gut, ja. Ja. Und jetzt hier, Leute. Orina? Ist leise, hey, hä? Hat auch was. Hey. Und 600er. So, liebe Freunde, es ist wirklich ein Alter, wirklich ein toller. Das sieht geil aus. Muss ich jetzt sagen, wirklich ein Traum. Also so viele jetzt hier auf einen Haufen zu hauen, ist auch wirklich ein Traum. Ist geil, geil. Also hätte ich das zusammengerechnet, hätte ich es auch nicht geschafft, dass die alle zusammenkommen, oder? Einfach genießen, Freunde. Ja? Einfach nur genießen. Hey. Schön. Richtig, richtig schön. Richtig schön. So, schön. Haben wir mal ein bisschen hier Partiell-Content gesehen. Ist wirklich schön. Ich denke mal, sowas kriegen wir auch nicht. Doch, wir machen mal ein Zelt. Lass uns doch mal ein Zelttreffen organisieren. Wollen wir nicht schlecht. Du hast ja auch einen, ne? Ja, ich habe auch noch einen. Ja, also wenn, hat einen. Aber ist schon geil, ne? Wenn du das so guckst, Digga. Boah, schon krass. Oder nicht alle auf einmal? Einer besser wie der andere. Wirklich? Guck mal, mit Chromgrill, mit schwarze Grill. Alles dabei. Schwarz, alles dabei, Digga. Schwarze Scheinwerfer. Alter, wirklich schön. CL ist schon eine Macht, optisch wirklich. Ja, gerade das Modell. Hammer, der oder nicht? Ja nicht so. Feier ich auf jeden Fall. Schön. Okay. Was machst du denn? Was? Hier bei MT-Cast, liebe Freunde. So, genau, es geht um den. Ach, wieder CL, ja, ich weiß. Es geht wieder um diesen CL. Die Vorgeschichte, ich blende dich gleich ein, wie der Kunde hergekommen ist und was. Könnt ihr auch mal gleich sehen. Dann sage ich mir jetzt einmal Cut. In der Zeit hole ich das Auto zurück und dann ist er schon eingebrochen. So, der junge Mann aus Hamburg hat das Auto in der Werkstatt gehabt. Hat er gesagt, du, mein Auto verliert ein bisschen Kühlwasser, guck mal, was das Ding hat. Die Leute denken sich, ja, okay, machen wir. Ne? Und dann hat er irgendwie ein bisschen nicht so gut gelaufen. Ein paar Reparaturen gemacht, keine Ahnung, 800 Euro bezahlt. Hat das Auto abgeholt, ist nach Bremerhaven gefahren. Auf dem Rückweg ist er ohne Wasser liegen geblieben. Dann ist er liegen geblieben. Da hat er mir erzählt, du, guck mal, Mehmet, ich habe hier den neuen Luftmassermesser drin. Okay, hat er den neuen Luftmassermesser eingebaut. Er sagt, Wasser kommt hier aus dieser linken Seite, sagt er. Ich guck da links, kann ja nicht sein, ist der Behälter, ne? Also, ich habe die Karre jetzt hergeholt gehabt, dann habe ich gesehen, okay, schauen wir mal. Dann habe ich diesen Schlauch hier gesehen. Und das ist das Duo-Ventil, Freunde. Und ihr könnt sehen, der wurde geklebt. Jetzt weiß ich nicht, die haben wohl gesagt, die haben das alles repariert. Aber das Duo-Ventil ist kaputt. So, Freunde. Dann haben die Stoßstange mal hier festgemacht. Ja, kann man so sagen, wie man will. Wie hat es man dann festgemacht? Ja, warum nicht? Es hält irgendwie. Abschlepphaken fehlt, vorne den Grill rangeklebt. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Ja, der Junge war ein bisschen, also, ja, Junge sag ich, ne? Der Kunde war ein bisschen unzufrieden. Er sagt, du, Mehmet, ich bin hier liegen geblieben. Und dann wusste er auch nicht, wohin. Dann hat er natürlich die nächstbeste Werkstatt gegoogelt. Und dann ist er auf mich gestoßen, weil ich neben der Tankstelle bin. Und hat er gesehen, oh, er hat einen YouTube-Kanal. Hat sich 2-3 Stunden meine YouTube-Videos gesehen. Er sagt, geil, da macht er viel Mercedes hier, ne? Ist doch gut. Deswegen ist er dann, hab das Auto jetzt hier. Jetzt habe ich einen neuen Duo-Ventil bestellt. Haben ihn gesagt, er sagt, er hat ihn komplett durchchecken lassen. Da sah ich ihn natürlich so, jo, okay. Ich sag, was ist das denn hier? Könnt ihr sehen? Er sagt, ja, was ist das? Ich sag, der Ölkühler ist undicht. Oh ja, okay. Dann können wir nochmal hier sehen. Ganz unten. Oh, alter Schwede. Auch das Ölgehäusedichtung ist defekt bei den Modellen. Wirklich eine Krankheit. Dann habe ich hinten gesehen, dass er hier hinten auch wieder leckt. Guck mal. Hier hinten. Da ist auch alles Öl. Da hinten Kurbelwellenentlüftung. Leckt auch. Ja, er sagt, du, weiß ich nicht, 800 Euro bezahlt. Ja, keine Ahnung. Kann jetzt auch nicht sagen, was die Jungs hier an dem Auto gemacht haben. Das können wir so nicht entscheiden. Auto bisschen verbastelt leicht, ihr seht es da eine Stelle, hier eine Stelle. Ja, der ist jetzt, der braucht Liebe. Motor läuft richtig gut von dem Ding. Ja, jetzt ist natürlich wirklich schwer zu sagen, was Sache ist und was. Ne? Es ist wirklich ein bisschen kompliziert, aber egal. Ne? Man kriegt das alles hin, sieht ja auch gut aus. Lenkrad hat er, glaube ich, mal so gekauft, machen lassen, wie bei mir, aber ich habe doch jetzt Holz. So, Friends, dann sage ich mal, wir gehen mal bei, ein paar Teile bestellen für das Auto und dann schauen wir mal, dass das Baby auch hier mal ein bisschen wieder flott wird, ne? Ich auch
auch noch einen Abonnenten bekommen. Ja, der kommt hier, glaube ich, 100 Kilometer entfernt. Ja. Genau, hat mich angerufen gehabt. Er sagt, du AB vorne. Flexrohr war kaputt. Ausgebaut. Auch eine geile Ausfuhranlage hier. Friedrich Motorsport. Sieht doch richtig gut aus, das Ding, ne? Der Achsmännchen links haben wir gesehen, kriegt er neu. Flexrohr rangeschweißt. Hier muss ich noch Schellen machen, weil hier hat irgendein Experte die Schellen vergessen. Oh, okay. Ja, okay. So, das Auto ist auch durch. Da hat er ein neues Getriebe bekommen. Ja, läuft wieder richtig gut. Das alte liegt da vorne. Hab, glaube ich, auch schon mal gezeigt gehabt. Ne, das alte Getriebe ist dann auch hier. Ja, da liegt er doch. Okay, der ist natürlich, Pfand muss wieder zurückgegeben werden. Okay, dann bauen wir den. Oh, jawohl, Jan ist am CL dabei. Seit ja, Wochen und Monaten mache ich nur CLs, Leute. Aber ein bisschen bastelig hier, ne? Die Karre, der arme Kerl, der hat die Karre gekauft, aber. Komm mal her hier. Was ist das bitte? Ich bitte euch, mein CL. Was soll das? Ist nicht schön, nur Wasser drin gehabt, nur hier. Wasser. So, guckt euch das mal an, Freunde. Kein Kühlwasser. Sind ohne Kühlwasser gefahren. Also das Thermostat ist hier auch tot. Ich habe von hier reingeschaut. Ja. Siehst du, wie diese Gummidichtung hier sich da runtergesetzt hat? Die sind mit Wasser gefahren. Die haben keinen Frostschutz. Nee, die sind schon sehr lange nur mit normalem Wasser gefahren. Los. Also hier ist alles komplett verölt. Diese ja. Ölfiltergehäuse baue ich jetzt aus. Ist Krankheit, aber das ist auch schon... Also schön sind die damit nicht umgegangen. Finde ich. Nicht der alte, doch hier. Der alte Riemen war komplett verklebt. Ja, ist ja klar, ne? Öl leckt er ja also dann dauernd drauf. Also richtig ekelig, Leute. Eigentlich schade für so ein Auto. Aber unglaublich, der Motor läuft richtig gut von dem Ding. Ich glaube, die haben hier auch schon mal die Kette gemacht. Mal, guck mal hier. Die ist dicht, Mann. Also die hatten die Deckel auf jeden Fall schon mal ab hier. Ja. Dichtmasse. Ja, stimmt. Dann haben die hier mal schon mal Kette gemacht. Wahrscheinlich haben die hier mal Kette gemacht oder irgendwie Nockenwände oder. Also der Kunde hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, du pass mal auf, ich will da richtig was gemacht haben. Das reicht jetzt. Er soll jetzt technisch richtig fit gemacht werden. Wie gesagt, wir machen das, was geht. Dann kriegt er mal neuen Service. Stoßstangen, ihr habt ja gesehen, Kratzer, bla bla bla. Er hat gesagt, bitte lackier die mit. Aber also. Er ist ein normaler AMG-Papier, weil die meisten, meine hat auch hier die Schlitze, 360er Stoßstangen. Ja. Original, also AMG-Papier. Felgen finde ich jetzt auch nicht schlecht. Hinten eine Spoilerlippe will er gerne haben, muss man mal gucken. Und hier der Lack, den habe ich schon letztes Mal gezeigt gehabt, schon ein bisschen traurig. Aber sonst steht der Lack gut da, Jan. Aber die Stoßstangen, keine Ahnung, warum die so abgerannt sind, oder, ne? Also das ist halt das Ding bei solchen Autos, darum sind die billig geworden, weil unter 1000 Euro geht hier gar nichts bei solchen Autos, oder? Ja, ist so, Digga, wenn man CL fährt, dann muss man... selber, sobald ein CL hier reinfährt, Rechnung ist immer vierstellig. Ja, weil eigentlich aber immer das Gleiche, Querlenker, weißt du, was ich meine? Ohne Querlenker, weil der Motor so schwer ist, dann hast du... der Gas gibt's, dann hast du diese Ölkühlergeschichte. Dann hast du dieses... Achso, hier, das ist auch kaputt, Leute, hier. Standardproblem, Duo-Ventil, das ist schon wie so eine Oberkrankheit. So, ich muss telefonieren. Wie gesagt, ne, die armen CLs, da muss man mal richtig, ihr habt gesehen, Clemens 20 Mille reingesteckt, er hat hier wohl nicht so viel reingesteckt. Aber da siehst du auch den Unterschied, Clemens, sein Motor sieht geleckt dagegen aus. Ja, aber hat immer noch Mängel. Das ist das Problem. Der von, CL hört nicht auf. Der von Eddie Motion ist auch sehr sauber. Also ja, aber Eddie zum Beispiel, er investiert auch immer wieder, oder nicht, Digga? Hast du ja immer irgendwas? 500. Nicht immer, ne? Aber wenn ich Kleinigkeit sehe, ich mach. Ja, aber guck mal, letztes Mal Türsteher geriet auf dumm, mal 300 Euro weg. Ja, auf dumm, Hanne. Das sind Teile. Hanne, du fährst Auto, oh, Part, 300, 400. Letztes Mal, vorne, du hast den Riemendings hier neu gemacht. Komplett. Er hat Riemen neu gemacht, scheiße. Dann hat er den Satz bestellt, wieder mal so mal 250, 300 weg. Ja, ja. Dann fährt er wieder einen Monat, dann kriegt er mal einen neuen Service, sind auch mal 200 Euro. Dann was kriegt er dies. Was mich überrascht hat, wirklich überrascht hat, da bin ich echt vom schlechtesten Post ausgegangen. Guckt euch die ABC-Flüssigkeit an. Ich dachte, die ist neu. Nicht neu, aber die ist nicht tot. Guck mal, du erkennst hier das Grüne noch. Aber weißt du, was ich festgestellt habe bei denen? Die haben nachgekippt. Das kann sein. Die haben nachgekippt, weil da unten siehst du... Aber Jan, ich finde ihn also grundsätzlich nicht schlecht, die Karre. Also technisch ist klar, muss was gemacht haben. Klar, das ist ein bisschen verbastelt, das ist ein bisschen traurig vorne. Ne? CLs ist das aber normal leider. Ja. Das ist leider so. Aber ist egal, Alter, er sieht trotzdem geil aus. Aber weißt du, was ich beim CL geil finde? Die Spiegel finde ich geiler als die eckigen. Bobek hat die eckigen, die feiere ich nicht. Ja, Vorfaces finde ich schöner. Aber das ist auch Krankheit. Guck mal.
Ja. Er ist auch kaputt. Ja, was ist auch kaputt. Bei ja. Schön genau, bravo, hast du entdeckt. Hey. Ja, ja. Stimmt. Weil ich kenne das von mir, deswegen ich gucke mir sehr auf Spiegel. Schreibt mal rein, was sind die schöner, Vor-Facelift oder Facelift? Da sind die Scheinwerfer anders. Bei Vor-Facelift finde ich die Scheinwerfer nicht schöner, aber die Kotflügel, weil die breit rausgehen, das hat der Facelift nicht. Und der hat hier so eine aggressive Form, der Vor-Facelift. Aber dafür ist er hinten hässlich, der Facelift. Ja, das stimmt, hä? Das stimmt, hä? Und innen tut sich hier nicht viel. Ne, innen ist eigentlich alles gleich. Na gut, dann gehen wir mal weiter, gucken wir mal, dass wir mal ein paar neue Teile mal rein. Morgen, liebe Freunde, guten Morgen. So, ja, wir sind ein bisschen müde, aber es muss was weitergehen. So, wir sind an dem Auto, wir finden immer mehr Mängel, immer mehr Mängel. Wir haben vorne das zerlegt, da sehen wir ABC-Pumpe hat Spiel gehabt, Jan, ne? Scheibe hier. Genau, Scheibe bewegt sich ein bisschen ich hier. Ich weiß nicht, Leute, ich glaube nicht, dass es normal ist. Die anderen CLs hatten das nicht. Ja, hier, die Scheibe bewegt sich ganz komisch. Ja, Wasserpumpe malt auch ein bisschen. Das Blöde, jetzt haben wir vorne alles zerlegt. Ich erreiche den Besitzer nicht, dass ich denen sage, Digga, Wasserpumpe muss aufmachen. Jetzt habe ich alles zerlegt. Ist ja bescheuert. Ist ja auch nicht die Welt, was die Wasserpumpe kostet. Und es wäre wirklich traurig, den hier zusammenzubauen, Jan. Weil jetzt habe ich ja eh schon, hier ist eh alles offen. Ja. Und jetzt lass sie 5000 Kilometer halten, dann muss der nächste oder ich wieder alles raus. Genau, ne, das bringt den Kunden auch nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal angerufen, der ging nicht ran, aber wir bauen schon die Wasserpumpe ab. Eine neue ist bestellt, die kommt heute Mittag. Aber Fakt ist, ich denke mir mal, so blöd wird er nicht sagen, wenn er so ein Auto fährt und sagt, ja, lass die erstmal drin. Also, oder? Weißt du, ich mache die trotzdem, dann keine Ahnung. Auch der letzte Besuch hier. Ja, weil das ist nicht okay, wenn ich sage, die ist sie kaputt, der sieht die auch selber, dass sie malt, ne? Das wird ihm ja auch nichts bringen, da muss man machen. Ruheventil ist noch nicht ausgebaut, hast du noch drin, ne? Ich habe ja hier Öl, glaube ich, rausgenommen. Ja, Freunde, ihr wisst es, hier CL ist leider viele Probleme. Er will noch die Stoßstangen hier lackiert haben. Muss mir auch noch mal beigehen. Ja, muss, ne? Muss man machen auf jeden Fall. Und ja, wenn man CL fährt, dann muss man auch mal ein bisschen was reparieren. Wenn man einmal durchrepariert hat, dann ist die Karre ja auch wirklich nicht schlecht, ne? Ich rede gleich mit meinem Lackierer. Lassen die Stoßstangen hier lackieren. Weil das sieht auch ein bisschen irgendwie ganz blöd aus. Ich habe keine Ahnung. Dann lasse ich... Ja, dann lassen wir den schon einmal aufbereiten, dann ist das wieder ein hübscher. Dann sieht er ja wieder gut aus. So, Friends. In dem Sinne, ne, da würde ich mal sagen, sieht doch gut aus. Auch ein bisschen attackieren, ne? Also wie gesagt, in 10 Tagen oder 9 Tagen fahren wir los in die Türkei. Leon ist dabei, Lukas ist dabei und ja, Tobo Salo ist dabei. Ne? Jo, Grieche, Türke, wir fahren in die Türkei mit Salo. Wir haben das alles durchgeplant, ob es jetzt 1000% kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber der Plan steht, er macht sein Auto vorbereiten, anmelden die Tage und dann wollten wir eigentlich, nächste Woche Freitag wollen wir losfahren, da kommt natürlich auf jeden Fall noch ein Video über die Geschichte, das ist jetzt nochmal kurz ein Support an euch, ja, wir wollen hier mit 2-3 Autos runterfahren, 2 Wochen Content machen, lackieren hier, Felgen, bla bla bla, Landleute, wie immer, ihr kennt das von meinen Blogs, ich freue mich natürlich richtig, ich war jetzt vor 4 Monaten mit Leon da, war ja auch schön, jetzt haben wir hier 4 Monate durchgeackert. Jetzt könnte man wieder mal 2 Wochen einen kleinen Roadtrip gebrauchen. Das macht richtig Kraft, das gibt richtig Energie. Wir fahren nach Mersin, da haben wir gerade 25 Grad, richtig schön. Wenig Touristen, sehr angenehm. Ja, das wird richtig lustig, Freunde. Ja, hier muss ich natürlich jetzt mal nächste Woche nochmal die Altlasten hier abarbeiten, so dass ich meinen Kindern hier die Werkstatt so abgebe, dass sie hier mit neuen Aufträgen hier durcharbeiten. Deswegen, ich nehme jetzt keine Aufträge an, die nächste Woche, diese Woche, nächste Woche kann ich auch nichts mehr annehmen. Die stehen 10 Autos, die müssen erstmal durchrepariert werden und dann können die Jungs von null auf anfangen und ich will denen jetzt auch nicht so viel Stress hier geben, dass sie hier die Altlasten abarbeiten. Das muss nicht sein, ne? Also, ich denke mal, liebe Freunde, das wird schon richtig geil. Also, freut euch drauf auf die Geschichte. Die Tage kommen ein paar Videos. Ich telefoniere mal mit Salo, mit Lukas, mit hier, da. Wir haben schon eine WhatsApp-Gruppe unter uns, dass wir da mal ein bisschen attackieren und Zilla-Yolo-Vorbereitung machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren, liken nicht vergessen. Bye, bye.